Hey Leute, wir machen weiter hier in Rise of the Ronin, hier mit dem tollen Fuji im Hintergrund. Ich habe mir jetzt schon mal hier einen Merker gesetzt, wo ich jetzt hin muss. Und zwar wollen wir ja die Hauptmission weiter verfolgen. Die ist hier unten, Schatten von Yokohama. Und wir sollen hier den Harris suchen. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal von der Klippe stürzen. Und hier runterfliegen. Wo ist das weit? Schaffe ich das überhaupt? Da runterzukommen? Wo muss ich denn da hin? Hier irgendwie gar nicht so weit, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt geht mir gleich die Puste aus hier. Unsanfte Landung. Aber hat ja funktioniert. So, wir müssen da unten hin. Hey du! Du siehst aus, als würdest du was vom Kämpfen verstehen. Willst du dein Können auf die Probe stellen? Aber hallo, das machen wir doch mal. Ja. Ganz einfach. Du musst nur meine Freunde da drüben besiegen. Es heißt, Samurai könnten sogar gegen Pistolen ankommen. Das will ich mit eigenen Augen sehen. Gut, wir machen das. Hoffentlich beruhigt das nicht. Wen da hinten? Ah Gott. Ups. Oh, ich habe die falsche Kampftechnik drin. Oh, okay. Egal. Wir schaffen es sogar mit der falschen Kampftechnik. Also habe ich jetzt irgendwas? Unglaublich! Allein das zu sehen war die lange Reise wert. Okay. Meines Dankes für diese beeindruckende Vorführung. Wo ist denn der? Westliche Arbeitskleidung, Bambus, amerikanische Pistole. Gut. Jo. Genau. Mach dich mal hier vom Acker. So. Ich nehme mal hier meinen Marker wieder raus. Das verwirrt nur. Wir gehen jetzt hier mal hin und labern mit dem. Okay. Du bist also meine Kontaktperson, was? Ich habe von dir gehört. Soll ich jetzt sagen, wohin ich geschickt worden bin? Ach nee, kommt zum Punkt. Uff, sehr charmant. Soll mir recht sein. Solange ich bezahlt werde, kann mir egal sein, wer du bist. Ich habe soeben beobachtet, wie ein paar verdächtige Samurai in dieses Gasthaus gegangen sind. Das müssen die sein, die du suchst. Vermutlich werden sie die ganze Nacht über abwechselnd Wache stehen. Schlag am besten im Morgengrauen zu. Gute Frage. Ich gehe jetzt dahin. Komm zurück, sobald du den Brief hast. Ich warte hier. Sollte ich da nicht mit irgendwelchen Holzwaffen da rein? Den Brief zu beschaffen, trifft dich mit dem Informanten. Verbündete auswählen. Ich habe ja nur den einen, oder? Kann ich den anderen? Ich kann hier Katsura, Katsuka kann ich auswählen. Katsura. Jetzt.
schwer für Gegner, dich zu bemerken. Bringe den KI-Verbrauch von allen Kampffertigkeiten. Nicht möglich. Beitritt nicht möglich. Okay, anscheinend kann ich den sowieso nicht auswählen. Okay, dann... Oder kannst du gemeinsam mit anderen spielen? Nee, das will ich nicht machen. Nein, 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 nein. Ich beginne eine Mission. Gut. Dann nehme ich den Ryoma mit. Zeit für mich zu glänzen, was? Verwende eine bloße hölzerne Schwert. Genau, da war doch was. Da kann ich mich jetzt dunkel dran erinnern. Ich nehme das hier raus und nehme hölzerne Schwertpaar. Hölzernes Odashi. Ich glaube, das nehme ich. Das hat mehr. Okay. Wenn du Gnade zeigst, was ist, wäre das dann verbunden. Okay. Ich will ja hier oder soll ja hier niemanden. Grenze Todesopfer auf ein Minimum, besiege würdige Gegner. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir hier ins Haus kommen. Da steht schon mal eine Wache davor. Das ist schon mal doof. Okay, dann gehen wir hier mal gucken, ob man hier irgendwo anders reinkommt. Da steht auch irgendwie ein Tool-Typ. Finde den Brief. Uah, komm, du machst hier noch Krach. Upsi, die haben mich gesehen. Der rote Dämon schickt dich. Gib's zu. Oh. Hey. Oh mein Gott. Ah. Ich sehe nichts. Wieso schlage ich immer daneben? Was ist denn das? Sind die jetzt tot oder nur bewusstlos? Nee, der ist nur bewusstlos. Okay. Ich vermute mal, ich muss nach oben. Sonst wäre es zu easy. Upi. Sind die jetzt alarmiert? Das wäre jetzt doof. Mach dich bereit zu sterben! Okay. Wo habe ich den jetzt umgebracht? Sehr schön. Nee. Oder lege ich die nur schlafen? Ich hoffe, ich lege die mal nur schlafen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Völlig unauffällig. Ich werde dich in Stücke reißen. Wow.
Ich mit meinem Holzschwert hier. Ich mache ja überhaupt keinen Schaden. Oh Gott. Rio, tu es. Mal sehen, wie dir mein Speer schmeckt. Reiß dich nicht mit in den Tod. Das kaiserliche Edikt. Bitte, jemand muss. Damit könnt ihr den roten Dämon. Eine lackierte Dokumentenkiste habe ich erhalten. Sprich mit den Informanten. Okay. So. Also ich glaube, wir haben niemanden umgebracht, oder? Wo geht's denn hier raus? Upsi, sorry. Noch irgendwas zum Einsammeln? Wahrscheinlich nicht. Es gibt ja sowieso relativ wenig Loot hier, finde ich, im Spiel. So. Gute Arbeit. Also, den Brief kannst du mir geben. Nee, den überbringe ich persönlich, natürlich. Ich durchschaue dich. Du arbeitest für Taka und Katsura. Ich finde heraus, wer besser zahlt. Und wir teilen die Belohnung. Nö. Solltest du nicht kooperieren, werde ich alles auffliegen lassen. Danach würde dir sicher keiner der beiden mehr ihr Vertrauen schenken, was? Jetzt mach schon! Gib mir den Brief! Bezahle dich dafür 3 Dingens. Ihn töten. Weiß ich nicht. Fällt er uns dann nochmal in den Rücken, wenn ich ihn laufen lasse oder nicht? Ich schüchter den jetzt mal ein. Oh, du meine Güte, bist du vielleicht ätzend? Aber war das alles? Hat er jetzt Angst gekriegt oder was? Das ging jetzt so schnell, ich habe keine Ahnung, was. Jemand braucht Unterstützung, was. Was ist denn das mit dem jemand braucht Unterstützung? Da geht immer nur das Gestenmenü auf. Soll ich dann beten oder was? Beten? Nee, das kann ja wohl auch nicht sein. Keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wem gebe ich den Brief. Ich werde mir erstmal das Schwert hier wieder austauschen. Nicht, dass ich jetzt weiter mit diesem Holzschwert rumlaufe. Das wäre ja mega peinlich. Ein schattenderes Speer habe ich bekommen. Wo ist denn hier eigentlich mein Schwert? Das hier hatte ich. Langschwerter, die machen mehr Schaden, aber die sind mir zu langsam. Also. Was haben wir denn hier? Speer eines Asketen. Auch nicht schlecht. Zweite Waffe habe ich gar keine drin im Moment. Soll ich meine reintun? Ich weiß ja auch nicht. Nehmen wir mal den Speer rein. Ja, gehe ich jetzt. Ich gehe zum Katsura.
Der ist mir doch irgendwie sympathischer als die Dame hier. Ich glaube, die arbeitet nur hier für ihre eigene Tasche oder ihren eigenen Vorteil. Hier kann ich zumindest noch irgendwie Leute rekrutieren und befreunden. Ah, du bist also zurück. Zeig mir den Brief. Du hast ihn doch, oder? Mir kam zu Ohren, dass du geholfen hast, die Opfer in Mito so gering wie möglich zu halten. Für deine Bemühungen möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Verflucht! Kein offizielles Siegel! Ich hatte es befürchtet. Eine Fälschung. Oh, sie spielen nur mit uns. Ich habe mit einem Verbündeten geredet. Er teilte mir mit, dass diese Samurai den gefälschten Brief wohl nur als Ablenkungsmanöver erhalten haben. Der echte Brief wurde auf anderem Wege transportiert. Doch das Shogunat muss ihn anscheinend beschlagnahmt haben. Ich habe die Befürchtung, dass deine Mühen leider vergebens waren. Aber berichte bitte. Gibt es sonst noch Neuigkeiten aus Hodogaya? Eigentlich habe ich ja sonst nichts erfahren, oder? Nö. Also, konntest du den Samurai noch immer nicht aufspüren? Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich hoffe, wir können trotzdem weiterhin auf dich zählen. Elende Verbrecher! Gib es mir zurück. Das kannst du mir nicht einfach nehmen. Willst du dich denn wirklich dem Kaiserhof widersetzen? Um dich wird man sich schon bald kümmern. Keine Sorge. Narren, sind sie denn so blind? Unsere Schwerter und Lanzen kommen gegen ihre Kanone nicht an. Oberster Minister E hat den kaiserlichen Erlass zur Vertreibung der Fremden aufgehoben. Sein Feldzug, um feindliche Bewegungen gegen das Shogunat zu unterdrücken, begann. Okay, jetzt werde ich aber doch noch mal hierhin zurückgehen. Kann ich mit dir noch mal reden? Ich hoffe, es geht euch gut. Noch mehr Katzen befreit zwischendurch mal. Danke für euren Besuch. Oh, tatsächlich? Wie geht die Suche nach den Katzen voran? Ich hoffe, dass sie alle wohlauf sind. Charmpunkte wären nicht schlecht. Ich habe ja mittlerweile... Silber ist das, glaube ich. Die kosten 30. Ich kaufe mir mal einen. Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Lebt wohl, edler Herr. Bis zum nächsten Treffen. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Naja, die hat anscheinend irgendwie eine Nebenaufgabe oder sowas.
Mich wundert ja, dass die noch nicht so stinkig ist auf mich, nachdem ich ja immer so tue, als würde ich... Komme ich hier nicht rein? Als würde ich was für sie tun und dann tue ich doch nichts. Bitte, hier entlang. Habe ich schon erwähnt, wie froh ich bin, dass ihr hier seid? Ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich mich diesen verlassenen Häuserzeilen nähere, habe ich das Gefühl, ich werde beobachtet. Doch wenn ich mich umdrehe, ist da niemand. Aber ich werde ihr so gütig, euch dort umzusehen, um herauszufinden, von wem ich beobachtet werde? Jo, natürlich. Ich bin ja hier der edle Ritter. Das kann ich schon machen. Was für eine Erleichterung. Aber bitte geht kein unnötiges Risiko ein. Ich habe ja jetzt irgendwie von irgendwelchen Mitstreitern hier irgendwie habe ich mich da jetzt unbeliebt gemacht, habe ich so mit halbem Auge gesehen. Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht hatte ich da vorher mal mehr und jetzt nicht mehr. Okay, keine Ahnung. So, wir erkundigen uns jetzt hier nach der Person, obwohl... wieder hier unten. Obwohl das ja nicht gerade eine Hauptmission jetzt ist. Kann ich hier oben drüber? Ja. Oh Gott, wo ist denn das? Das ist ja weit weg. Da. Da war ich ja noch gar nicht hier, oder? Ich kann da jetzt gar nicht teleportieren. Ich muss jetzt da laufen. Okay. Dann gucken wir hier mal. Mein Gott, wo schickt die uns hier hin? Unten. Ah. Oh, okay. Ach du meine Güte. Ich bin hier wieder der Pfadfinder vor dem Herrn, echt. Gottes Willen, jetzt laufe ich mal so. Hallo? Spazierst sorglos durch die Gegend. Oh mein Gott. Mach dich bereit zu sterben, Verräter. Ist das Ding drin. Fertig.
Was war denn das jetzt? Da seid ihr ja. Ich habe euch überall gesucht. Es ist etwas Furchtbares passiert. Ein Mann, ich glaube ein Ninja. Er tauchte wie aus dem Nichts mit einer Nachricht auf. Wir halten Taka im Bentenschrein fest. Wenn ihr sie unverletzt zurück wollt, muss der Verräter allein herkommen. Und von anderen im Freudenviertel hörte ich, dass Taka euch wegen etwas um Rat gefragt hatte. Ich flehe euch an, wenn ihr irgendetwas wisst, dann rettet Taka! Dann war ihre Furcht wohl doch nicht so unbegründet. So, wo müssen wir denn hin? Da. Was habe ich denn hier drin? Okay. Nee, das passt schon. Das passt schon. Mit Schusswaffen habe ich es ja hier nicht so. Also, Feuerwaffen, sag ich mal. Pfeil und Bogen natürlich schon. So. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie von oben ein paar niedermetzeln können. Wo die überhaupt sind. Ich habe jetzt nur einen da vorne gesehen. Aber das kann ja nicht der einzige sein. Du hast unseren Kodex gebrochen. Was habe ich für einen Kodex gebrochen? Oh! Uiuiui! Schlüssel zum Bentenschrein. Also die waren nur zu zweit, okay. Oh. Aber lebt schon noch, oder? Oh, ich freue mich ausgesprochen, euch zu sehen. Auch wenn ihr gerade eher recht unglücklich wirkt. Ihr müsst mir das nicht erklären. Ich bin mir sicher, dass es Dinge gibt, die ihr lieber im Verborgenen lassen wollt. Ihr müsst euch dafür nicht entschuldigen. Aber ich weiß eure Rücksichtnahme auf meine Gefühle zu schätzen. Keine Sorge, ich nehme es euch nicht übel. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass ihr mich gerettet habt. Also... wirklich etwa verärgert? Vielleicht solltet ihr etwas näher kommen. War nur Spaß. Aber ich bin wirklich dankbar. Als ich euch auf einmal sah, ich dachte, ich träume. Aber natürlich seid ihr gekommen. Wie hättet ihr auch etwas anderes tun können? Wir haben beide gewisse Menschen, die uns einfach nicht loslassen, egal was wir tun. Oh, verzeiht. Ich plappere nur vor mich hin. Ich sollte schnell zu Kichi gehen. Sie ist bestimmt besorgt. Sagt, auf eurem stattlichen Ross wäre ich doch im Handumdrehen bei ihr.
Dürfte ich vielleicht aufsteigen und meine Arme von hinten um euch legen? Boah, die baggert mich ja hier an. Das ist ja furchtbar. Nee. Lieber nicht. Na? Etwas schüchtern? Keine Sorge. Ich würde nicht im Traum an etwas Unzüchtiges denken. Ja, wer es glaubt. Ich bin auf einer Mission. Ich habe jetzt keine Zeit für so ein Techtelmechtel. Habe ich hier ein Schwert? Kann ich das... Ach, das hätte ich da schleudern können. Cool. Okay. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr mich gerettet habt. Vielen Dank. Ja, Mädel, weil du so unvorsichtig warst. Und da ich euch nun etwas besser kenne, fühle ich mich verpflichtet, etwas über mich preiszugeben. Der Wind ist wirklich angenehm. In eurer Gegenwart habe ich das Gefühl, ehrlich sein zu können. Wie schade, wir sind fast da. Besteht Hoffnung, dass ihr ebenso empfindet? Na, ich weiß nicht. Ich wünschte, dass wir einfach weiterreiten könnten. Nur wir beide. Irgendwohin. Ganz weit weg. Das wäre schön. Oh, Taka. Ein Glück. Bist du verletzt? Nein, Kichi. Mir geht es gut. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Und ihr? Danke, dass ihr Taka gerettet habt. Oh, gern geschehen. Keine Ursache. Genau. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Ach, Taka, ich habe es fast vergessen. Der Gast, auf den du gewartet hast, ist eingetroffen. Ah, sehr gut. Vielen Dank, Kichi. Nun, lasst mich euch vorstellen. Als Dank dafür, dass ihr kamt, um mich zu retten, möchte ich euch im Gegenzug eines meiner Geheimnisse enthüllen. Ach Gott, muss ich da... Oh mein Gott. Will ich jetzt eigentlich gar nicht, aber okay. Aber ist die Katze erstmal aus dem Sack... Kriegen wir sie nicht wieder hinein? Ich warte in meinem Zimmer. Kommt doch später mal vorbei. Ich will da aber jetzt nicht rauf. Na, okay. Gehen wir doch mal. Ich denke, die hat einen Gast. Hätte ich doch bloß mit der Hauptmission weitergemacht. Ansonsten werde ich hier noch irgendwie vereinnahmt. Das sitzt irgendwie. Naja, gut. Wir gucken mal. Ah ja, sitzt ja doch jemand da. Ein Gast. Ach, er. Ich stehe klar, wer ich bin. Es gibt's ja. Ha? Berühmt? Nee, der rote Dämon. Der Beiname eines meiner Vorfahren. Aber es scheinen einige auch mich so zu nennen. Die Wahrheit ist, um Fürst I in seinen Angelegenheiten zu unterstützen, habe ich die Nationalisten beobachtet, die das Freudenviertel frequentieren. Ich wollte, dass ihr das wisst. Ihr müsst ihr doch versprechen, niemandem ein Sterbenswörtchen davon zu erzählen. Ja, aber das haben wir doch auch schon... gewusst, dass die hier spioniert. Also das ist ja jetzt nichts Neues und kein Geheimnis. Soll ich jetzt überrascht tun? Ich tu mal überrascht. Fürst I ist ein alter Bekannter. Ich möchte ihm dienen, soweit ich das als einfache Geisha tun kann. Hast du irgendwelche Einwände? Und um das schon mal vorwegzunehmen, Taka handelt aus freien Stücken. Herr, lasst mich raten, sie ist seine Tochter oder irgend so ein Quatsch oder irgendeine Nichte oder so, irgendwie was. Mein Gott.
Naja. Ja. Das war allein meine Entscheidung. Reden wir nicht weiter über mich. Schließlich erhält man nicht jeden Tag eine Audienz beim obersten Minister. Wollt ihr ihn denn nicht vielleicht irgendetwas fragen? Ach, ich frage erst mal ein paar Sachen. Ich tue alles, was mein Land von mir verlangt. Eine Geisteshaltung, die dir aller Wahrscheinlichkeit nach unbekannt ist. Ah ja, ich habe einige Gerüchte gehört. Man erzählt sich Geschichten über einen Samurai, der mit den Fremden kollaboriert. Ich werde mich mal umhören. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und kann dir keine Versprechungen machen. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Sieh zu, dass du uns nicht in die Quere kommst, verstanden? Ja, das kann ich auch nicht versprechen. Wenn er keine Versprechen machen kann, kann ich das auch nicht. Okay, jetzt habe ich einen Pro-Shogunat-Punkt bekommen. Ugh. Was haben wir denn jetzt für laufende Missionen? Kultureller Austausch haben wir noch. Ich habe hier nur irgendwelche Nebenmissionen. Das ist irgendwie ungewöhnlich. Aber dann gehen wir das ist Roni-Mission. Okay, gut, da müssen wir gehen wir da jetzt mal hin. Wo war denn diese Residenz? Hier. Genau, da ist mein Sohn nicht hingekommen. Gehen wir mal hier hin. Sind wir ein bisschen schneller. So. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also ich verstehe es noch nicht so ganz und ich weiß auch nicht, für welche Seite ich mich da entscheiden soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist beides irgendwie ein bisschen verkorkst. Wieso konnte ich mich jetzt hier nicht... Habe ich das jetzt übersehen, dass ich mich hier hin... Habe ich übersehen. Okay, gut. Lass mich im Frühling sterben unter den blühenden Bäumen. Und wer bist du? Wenn du es unbedingt wissen willst. Mein Name ist Yukichi Fukuzawa. Ich bin ein Samurai aus Nakatsu. Ich arbeite für das Shogunat und studiere nebenbei. Und das hier ist Ernest Sato. Er ist ein britischer Dolmetscher. Angenehm. Fukuzawa-san war gerade dabei, mich mehr über eure wunderbare Sprache zu lehren. Oh, viel mehr kann ich euch wohl nicht lehren. Ich bin es, der seine sprachlichen Fähigkeiten verbessern und Englisch lernen muss. Sag, was führt dich hierher? Harris wollte ich treffen, genau. Harris, den amerikanischen Konsul? Nun, er... Einen Augenblick. Was willst du von ihm? Erst vor kurzem wollte ihn jemand umbringen, weißt du? Deshalb werden wir mit Sicherheit keinen Fremden zu ihm führen. Sieh dich nur an. Ist doch gut möglich, dass du ein Assassine bist. Genau, die Leibwache will ich sprechen. Will ich das überhaupt?
Die war ja nicht so gut drauf, das letzte Mal hier. Mir ist nicht klar, welche Absichten du verfolgst. Fukuzawa-san, ihr wolltet den Konsul doch auch treffen, oder? Vielleicht könnte diese Person euch begleiten. In eurer Gegenwart könnten selbst Assassinen nicht besonders viel ausrichten. Immerhin seid ihr ja ein Meister im Umgang mit dem Schwert. Na gut. Ich habe zwar meine Zweifel, aber wenn ihr es wünscht... Der Konsul ist in einem Tempel nahe der Kanagawa-Station. Wo genau wird Fukuzawa-san dir zeigen? Moment, soll das etwa heißen, ihr werdet uns nicht begleiten? In diesem Gebiet häufen sich in letzter Zeit die Angriffe auf Fremde. Ich werde hierbleiben. Aber ich denke, ihr solltet auch ohne mich zurechtkommen. Vermutlich habt ihr recht. Gut. Ich gehe vor und sehe mir die Lage an. Triff mich an der Kanagawa-Station. Gut. Wir haben einen neuen Auftrag. Besser gesagt, wir kommen dem Harris vielleicht etwas näher. Hier haben wir noch eine Nebenmission. Weiß nicht, ob ich die jetzt annehme. Ja, ich schau mal, wo wir da hin müssen. Das ist sicher weit weg. Wo sind wir da oben? Ah ja, okay, gut, da waren wir schon. Gut, das werden wir aber mit der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt hier mich mal ein bisschen umsehen, werde vielleicht noch hier ein paar Nebenmissionen ausführen und hier noch eine öffentliche Ordnung wiederherstellen. Was haben wir denn hier noch? Männer aus Trosa, das könnte ich vielleicht zwischen den Folgen mal machen. Und wir treffen uns dann hier wieder für die Hauptmission. Vielleicht schaut ihr ja auch wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.